Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. So, ich mache heute nochmal eine weihnachtliche Stampin'-Up-Karte mit euch. Und zwar nochmal mit dem Christmas Barn Set. Da habe ich ja schon mal eine Karte mitgemacht und ich mag dieses Set einfach unwahrscheinlich gerne. Und es geht auf Weihnachten zu. Wir haben noch, 5 Wochen noch bis Weihnachten, etwas mehr. Also wird ja dann auch langsam Zeit, was zu machen. Deswegen, das habe ich ja im Produktpaket, das Christmas Barn mit den Stanzen dazu. Und einmal nämlich noch die Stanzformen lagenweise Kreise. Das ist euch das Rät, das ist die 151770. Und denkt auch dran, dass ja von heute bis Freitag die Rabattaktion für den Hauptkatalog gilt. Stempel 10%, Stanzen 20% teilweise und so reduziert sind, also die Rabattaktionen. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht und ich mache ja Donnerstagabend eine Sammelbestellung. Also wenn ihr euch da noch ranhängen wollt, meldet euch bei mir. Das nur mal kurze Information, da sind eben auch die Stanzen günstiger. Kurze Information, Produktpakete, also Produktset sind nicht günstiger. Eventuell kriegt man dann mehr als die 10%, wenn man die Stempel und die Stanzen einzeln nimmt. Das müsste ich einmal individuell dann gucken. Also wenn ihr ein Produktpaket haben wollt, wo es Stanzen und Stempel einzeln gibt, kann es sein, dass man bei dieser Aktion mehr als die 10% spart. Das müsste ich dann aber individuell gucken. Dann müsstet ihr mir sagen, was das ist. Dann könnte ich das einmal durchtickern und dann könnte ich euch genau sagen, ob sich das lohnt, jetzt bei der Radab-Aktion speziell das zu nehmen, weil ihr spart, oder ob es nicht das gleiche bleibt, als wenn ihr das gleiche als Produktpaket nehmt, weil bei den Produktpaketen, bei den Produktsets, wo Stanzen und Stempel bei sind, spart ihr ja generell 10%. Gut, das nur noch mal kurz am Rande. Schaut das Video dazu, das habe ich vor 2 Tagen gemacht. Ansonsten schreibt mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse wie immer findet ihr hier unten und auch in der Videobeschreibung und dann können wir das gerne alles weiter besprechen. So, das sind nur mal kurz am Rande dazu. Ich mache jetzt mal weiter und zwar brauche ich nochmal, das ist das Designpapier aus dem Wichtel Wunderland. Das nehme ich nochmal einmal mit dazu. Dann, das hat die Artikelnummer, falls euch interessiert, das ist die 159615. Und dann nehme ich noch einmal Orchideenlila mit der 159265. Die Designpapiere sind nicht alle in der Rabattaktion drin. Die Prachtfarben zum Beispiel und so sind nicht drin. Aber so speziell, also einige Designpapiere sind ja auch um 20%, 20% waren das glaube ich jetzt im Moment reduziert bei der Aktion, die jetzt gerade läuft. Ja, wie gesagt, in einem anderen Video sage ich das auch nochmal. Das nur noch mal kurz davon. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fange ich mit euch diese Karte an. Was ich natürlich auch noch brauche, ganz, ganz dringend. Ist natürlich Grundweiß. Obwohl mir gerade einfällt, ich brauche eigentlich gar kein Grundweiß. Ich kann das auch anders machen. Und zwar nehme ich als... Doch, Grundweiß brauche ich auch. Halt, habe ich hier aber noch was angefangen. Ich brauche, ich nehme die Grundkarte, mache ich einfach gleich in dem Orchideenlila. Das ist jetzt einfacher, weil dann muss ich nicht noch mal so viel stückeln und habe nicht diese weiße Grundkarte. Also ich mache keine 3 Lagen diesmal, keine 3 Schichten. Ich muss immer kurz ein bisschen was beiseite legen. Sieht jetzt gerade ein bisschen chaotisch aus hier bei mir. Dann wird sich aber gleich wieder besser. So, jetzt mache ich wie immer einmal die Grundkarte mit euch. Da nehme ich wieder die Standardmaße von 14,5 x 21, damit die Karte dann 14,5 x 10,5 nachher hat. Und das Ganze dann wie immer einmal bei 10,5, also bei der Hälfte von den 21, einmal schön prägen. Und dann haben wir nämlich die Grundkarte. Einen Papierschneider brauche ich gleich wahrscheinlich nochmal, nicht zu weit weg. Und dann am besten immer einmal schön falten und in die Karte nachher. Weil jetzt hier auf diesem Lila kann man ja immer ein bisschen schlecht schreiben. Da kann man aber guten Einleger machen. Also entweder klebt ihr ein Blatt rein oder
Ihr legt einfach ein Blatt Papier rein als Einleger. Ich meine, man kann hier auch drauf schreiben, wenn man jetzt einen schwarzen Google-Schreiber soll, geht das wahrscheinlich. Aber es ist immer eine gute Möglichkeit, einfach einen Einleger reinzulegen, auf den man schreibt, den man dann reinlegt. Das hat auch den Vorteil, falls man sich verschreibt, also mir passiert sowas gerne, falls man sich verschreibt, so einen Einleger kann man einfach austauschen. Wenn ihr hier einmal falsch drauf schreibt, ist natürlich blöd, kriegt man nicht so weg. Kleiner Tipp, ihr könnt natürlich auch einfach da drauf schreiben, wie es euch am lieber ist. Aber bei farbigen Karton ist das mit dem Einleger eigentlich auch immer eine ganz gute Idee. Das nur noch mal kurz am Rande, als kleiner Tipp von mir. Versuche ich auch mal Tipps zu geben. So, die Grundkarte haben wir, die kann einmal beiseite. Dann brauche ich jetzt einmal das Designpapier. Da mache ich mir jetzt einmal, das müsste schon, ich muss mal gucken, hat er schon die 14er Breite? Genau. Ich habe mir einen Streifen von 14 cm schneller abgeschnitten und brauche jetzt einmal 10 cm, weil das wird ja quasi ein Aufleger und den mache ich ja immer in der Länge und der Breite einen halben Zentimeter weniger, damit ich so diesen leichten Rahmeneffekt kriege. Weil ich finde, das ist einfach eine schöne Sache. Das machen ganz viele. Ich habe mir das unter anderem von Andrea abgeguckt. Das machen aber auch ganz viele. So, und dann möchte ich von dem Wichtel Wunderland diese Seite haben. Und da mache ich jetzt mit der, braucht er nur eine von, mit der größten von diesen Kreisen einmal ein kleines Sichtfenster quasi rein, was ich hier gleich ausstanze. Überlegen, welche Seite. Ich möchte das auf der rechten Seite haben. Ich drehe mir das einmal um, ich stanze das von der Rückseite, einfach wegen Fixieren. Das ist ja beim Stanzen in diesem Falle völlig egal. Stanzen kann man ja auch von der Rückseite. Da muss man dann halt nur bedenken, ja, kleiner Tipp, das ist natürlich um 180 Grad verdreht. Also es ist für, spiegelverkehrt dann gestanzt. Also bei so einer, beziehungsweise bei so einer Kreisstanze oder Viereckstanze, die immer die gleiche Form hat, ist es ja egal, ob ich vor der Rückseite habe. Also natürlich, wenn man jetzt sowas ausstanzt, da ist es natürlich nicht egal, ob man Rückseite oder Vorderseite hat. Es sei denn, will man nachher die Vorderseite haben. Aber wenn ich das jetzt hier ausstanzen würde, würde das von der Rückseite ausstanzen, würde ich das ja verdrehen. Gut, das führt jetzt zu weit. Nein, ich stanze das jetzt hier aber von der Rückseite, einfach damit ich hinten das festkleben kann und mir das Papier auf der Vorderseite nicht, dann in diesem Falle nicht mit dem Kleber versauen kann, mit dem Washi-Tape, weil das teilweise doch ein bisschen an dem Papier haften bleibt. Und dann kommt das hier immer mein Sandwich. Einmal die 1, die 2 und zweimal die 3 zum Stanzen. Einmal rein ins Sandwich. Und wie immer einmal durch meine gute Abstandsmaschine. Ja, die große. Die arbeitet nach wie vor einfach aus rein. Die ist wirklich super. Die kann ich euch nach wie vor immer nur empfehlen. Immer wieder klare Kaufempfehlung. Wenn ihr eine gute Stanzmaschine haben wollt, kann ich euch die nur wärmstens empfehlen. So, jetzt habe ich hier einmal das Sichtfenster. Und damit ihr schon mal seht, wie ich das mache. Und zwar haben wir dann ja, ist ja dieser Ausschnitt dort. Und ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar kommt da dann diese Hütte einmal hinter, die man dann quasi durch das Fenster sieht. Und dann habe ich das Teil hier noch liegen. Ich hatte mit der Karte schon mal ein bisschen angefangen, hatte den ersten Versuch gemacht. Dann möchte ich noch diesen Schlitten hier drauf kleben. Ich lasse die farblich, lasse ich die so ein bisschen schwarz-weiß. Also ich habe mit Espresso gestempelt. Weil ich finde, dass das einfach besser zu dem ganzen Gesamtkomplex passt, als wenn ich das farbig untermacht. Man kann natürlich überlegen, ob man die Hütte ein bisschen färbt, da hat man ein bisschen mehr Farbeffekt. Ich lasse die jetzt aber ein bisschen schlichter. Wie ihr seht bei dieser Karte, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, ein bisschen vorexperimentiert. Habe ich jetzt noch auch öfter gemacht, das war mir jetzt diesmal nochmal lieber. So, das kann beiseite. Jetzt stempel ich aber trotzdem noch mal mit euch. Ich habe hier einen Stempelblock genommen. Ich habe hier die Stempelblockgröße E, weil da passt die Hütte auf jeden Fall drauf. Dann habe ich hier noch mal einen Bogen
Grundweiß. Das ist ja, ja, sollte man ja immer im Haus haben, finde ich. Also ich muss es immer im Haus haben. Und da kann ich einmal schön nochmal die Hütte abstempeln und ausstanzen. Das passt auf jeden Fall noch. Und eben auch zusätzlich locker noch den Schlitten und habe dann immer noch was über, dass ich da noch den Rest, das hebe ich ja immer auf. Das haben wir ja bei dem Rundtour gezeigt. Das kommt zurück in die Tasche. In diese Aufbewahrungshülle, die ja mit dieser LP-Hülle nutzen wir ja. Das reintun, weil dann hat man das einfach, ne? Dann muss man die Reste nicht wegschneiden und manchmal hat man so ein kleines Stück und das passt noch. Also hier bei diesen Stanzen sind ja auch zum Beispiel die Schneeflockenstanzen bei. Ich zeige euch die nur kurz. Hier diese kleinen, ne? Das sind ja so kleine Schneeflockenstanzen. Und dafür braucht man ja nur ein kleines Stück und dann muss man das nicht wegschmeißen, dann kann man die da noch ausstanzen zum Beispiel. Deswegen, das mache ich immer gerne mit dem Aufheben. So, dann einmal der Stempel, der klebt zum Glück schon nicht mehr ganz so doll. Zu Anfang sind diese Clear Stamps, kleben die relativ gut auf dem Papier, wenn keine Stempelfarbe drauf ist. Wenn Stempelfarbe drauf ist, dann pappen sie nicht mehr am Papier, aber wenn keine drauf ist und diese Clear Stamps sind neu, haften die ziemlich doll am Papier. Dann nicht wundern, wenn ihr dann plötzlich das Papier ein bisschen umlegt. Ne? Also ist, wenn ihr das im Stamparator dann ausrichtet, müsst ihr gucken, dass ihr das Papier ordentlich festgemacht habt, weil da kann es passieren, dass ihr, wenn die ganz neu sind, beim Anheben das Ganze einmal das untere Papier ein bisschen mit anhebt. Und dann gucken, dass euch das nicht verrutscht. So. Ich mache das wieder mit Espresso. Meine Lieblingsstempelfarbe, wisst ihr ja. Also einmal gut, wie immer, einmal gucken, dass das alles gut angenetzt ist, dass überall die Farbe drauf ist. Und dann einmal wieder schön gerade abdrücken. Ja? Nicht den Stempel verkanten, sondern gerade von oben Druck ausüben. Dann kriegt man einfach ein schönes, sauberes Stempelergebnis. Espresso brauche ich gleich nochmal kurz. Lasse ich deswegen kurz offen. Und dann mache ich mir meinen Stamp & Scrub auf. Ich sehe, nee, man, also der hat ja keine Ober- oder Unterseitenlackierung. Das ist mir vorhin nochmal aufgefallen als Tipp. Wenn man die aufmacht, es gibt ja die Nassseite und die Trockenseite. Und die sollte man ja nicht vertauschen. Ne? Wenn ihr die Trockenseite nass macht, ist das blöd, weil ihr keine Trockenseite mehr habt. Es ist aber so, wenn das so ist, dass diese kleine Ecke, hier ist ja immer so eine kleine Ecke ausgestanzt, wo dann das Symbol hinter ist. Hier ist unten jetzt ja das Trockensymbol und hier oben ist ja das Nasssymbol. Wenn diese Ecke oben rechts ist, dann ist es richtig rum. Wenn die Ecke unten links ist, habt ihr es falsch rum. Ne? Also beziehungsweise, dann ist da die Trocken- und da die Nassseite. Ich habe das aber immer, dass ich die Nassseite quasi oben habe, die Trockenseite unten. Also ich mache mir das oben rechts, dann weiß ich ganz genau, ich habe die Nassseite vorne und die Trockenseite unten oder unten. Weil ich halte das ja immer so ein bisschen schräg. Das ist ein kleiner Tipp an diesen Ecken, je nachdem, wo die liegen, kann man sich ein bisschen merken, welche Seite ist jetzt welche. Was man natürlich alternativer machen könnte, man könnte sich hier was draufkleben. Ne? Dass man, wenn man das aufklappt, einfach richtig macht und nicht aus Versehen die falsche Seite das macht. Und das ist nur noch mal ein kleiner Tipp von mir, was helfen kann, die Seiten nicht zu vertauschen. Weil mir ist das letztens passiert, da muss ich die untere Seite erstmal trocknen und so. Und das ist dann ein bisschen blöd. So, ein bisschen Stampin' Mist drauf wieder. Einmal ordentlich abtrocknen. Ordentlich die Trockenseite reiben. Dann ist der schon mal wieder sauber. Der kann auch schon mal wieder weg. Muss nachher nochmal gucken, welchen Spruch ich nehme, aber das mache ich zum Schluss. Ich stanze jetzt erstmal mit euch und alles. So, jetzt einmal nochmal den Schlitten. Da das gleiche Prinzip. Auf das Stempelkissen aufgeben. Ein bisschen draufdrücken. Das ist jetzt schon älter, das Stempelkissen. Dadurch netzt das nicht ganz so doll, deswegen kann man ruhig ein bisschen mit Druck arbeiten, damit alles markiert ist. Nur auch nicht zu doll, dass man die Ränder nicht macht. Wie immer. Dann setze ich den hier auch auf. Wohlgemerkt mit ein bisschen Abstand zur Hütte, weil ich ja das noch stanzen will und die Stanzformen ja ein bisschen Rand haben, dass die nicht überlappen. Deswegen mache ich nur ein bisschen Abstand. Und auch hier. Einmal von oben runterdrücken.
und den Stempel gerade nach oben abnehmen. Und dann hat man auch hier einen schönen, schönen Stempelabdruck, der echt sauber ist. Na super, mein Espresso merke ich gerade, das muss ich vielleicht doch bald mal nachfüllen. Ich habe den Nachfüller hier für, das wird langsam, merke ich, fühlt die Farbe schlechter, aber das benutze ich auch wirklich sehr, sehr viel. Also das ist ja bei mir in Dauernutzung, da darf das dann auch mal passieren. Aber es kann auch einfach nur sein, dass ich das mal falsch umliegen hatte und sich das so wieder regeneriert. Aber mit den Stempelkissen kommt man lange aus. Und wie gesagt, es gibt hier noch die Nachfüller. Muss ich nicht das ganze Kissen machen. So, die beiden Sachen sind einmal fertig gestempelt. Dann kann das einmal kurz beiseite alles. Dann brauche ich jetzt einmal die passenden Stanzen dafür. Da nehme ich einmal hier die Stanze für die Hütte. Da haben wir ja einmal die passende Stanzform hier. So. Und dann einmal die Stanzform für den Schlitten. Da einmal gucken, dass man das ausgerichtet kriegt, dass hier Pferde auch noch so drin sind. Da gibt es so ein paar filigranere Stellen. Deswegen den mache ich immer ruhig einmal mehr fest, beziehungsweise mindestens ein, zwei Ecken ein bisschen doller fest, damit er mir, wenn er die Stanzmaschine das quasi einzieht, das Sandwich, mir das nicht verrutscht und mir das unsauber ausstanzt. Festgestellt, dass es besser geht, wenn man das an mindestens zwei Ecken ein bisschen doller fest macht. Dann brauche ich wieder mein Sandwich. Platte mal wieder drehen, wird man wieder Tiet. So. Dann einfach hier immer einmal rein, einmal durchkurbeln. Falls ihr es knacken gehört habt, das liegt jetzt einfach daran, dass die Platten sich ja schon ein bisschen gebogen haben im Laufe der Zeit. Und er dann natürlich, wenn er sie einzieht, ein bisschen mehr zusammendrückt und dann kann das ab und zu mal so ein bisschen knacken. Das macht aber überhaupt nichts. Das ist trotzdem alles noch heil. Ne? Das ist einfach nur bedingt, dass er beim Einziehen dann das Ganze ein bisschen mehr zusammendrückt und dadurch knackt es ein bisschen. Aber das ist bei jeder Handstanzmaschine, die ich kenne, ist das so bei anderen Herstellern auch. Je dicker das Sandwich, je gebogener die Platten sind. Und dass die Platten sich biegen, ist auch ganz normal, weil da einfach immer Druck drauf ist. Und der Druck ja nie gleichmäßig ist. Durch dieses Durchkurbeln verformen die sich einfach mit der Zeit. Das ist einfach physikalisch das Gesetz. Da kann auch Stampin' Up dann nichts gegen tun. Aber das macht ja nichts, wie gesagt. Man kann ja immer wieder drehen. Gut, so, ich habe das beides ausgestanzt. Das sind auch immer schöne Stanzteile. Der stanzt auch nach wie vor sehr, sehr sauber immer aus. Und auch das Stempeln ging super. Also das ist der Vorteil, wenn die Stempelkissen nicht mehr ganz so feucht sind, dass der Abdruck auch durchaus noch ein bisschen sauberer wird. Ich hatte letztens eins, das war noch ganz neu. Da war natürlich das noch ein bisschen fast zu doll bei den ersten Malen, hätte ich den zweiten Abdruck oder so eher nehmen sollen. Ich glaube, der Stempler hat geradezu sowas ganz, ganz viele Tipps. Der hat nochmal speziellere Tipps als ich. Ich habe mir vieles bei ihm auch abgeguckt, muss ich auch zugeben. Einiges habe ich auch selber rausgefunden. Aber der hat ganz viele tolle Tipps auch zu solchen Sachen. Schaut da auch einfach gerne mal rein. Der macht auch tolle, tolle Videos. Wie gesagt, habe ich mir selber schon geguckt. Übrigens, diese ganze Idee von der Karte habe ich auch mal in einem YouTube-Video gesehen bei einer Amerikanerin. Die hat eine ähnliche gemacht und die fand ich so toll, deswegen habe ich das abgeändert und mache das jetzt selber mal. Aber in diesem Fall sei das erwähnt, dass das, ich das auf einem amerikanischen Kanal gesehen habe. So, was ich jetzt hier nochmal mache, ist, dass ich die Türen, die Rahmen von den Türen, die färbe ich jetzt einmal ein bisschen braun. Nicht zu doll, muss man ein bisschen gucken.
Also die Alkohol Stampin' Blends, die, wenn man die Feinspitze nimmt, ich nehme nur die feine Spitze, die Pinselspitze, ist das halt wirklich wie beim Pinsel, dass das so ein bisschen nachzieht. Der sollte man bei feineren Linien wirklich, wie bei dem Pinsel auch, nicht mit viel Druck arbeiten, sondern wirklich nur so leicht drüber gehen, dann geht das besser. Dass man einfach eine saubere Linie kriegt. Aber das ist ja gerade die Feinspitzen, das ist ja extra, dass man eigentlich so ein bisschen überblendet. Und dazu ist das natürlich gut. Allerdings ist, habe ich festgestellt, mir geht das zumindest so bei der breiten Spitze, die macht ja eine geradere Linie. Allerdings ist mir die für diese filigranen persönlich zu breit. Deswegen mache ich das gerne mit der Spitze. Aber ne, das ist so meins. Aber ich bin auch, was so ganz fein Zeichnen angeht, vom Gefühl her da nicht der Talentierteste, muss ich auch sagen. Aber dafür, dass ich in solchen Sachen eigentlich eher dazu neige, etwas grobmotorisch zu sein, bin ich doch immer wieder erstaunt, wie gut es mit diesen Stampin' Blends geht. Ja, das ist einfach immer. Ich glaube, da hat jeder so seine Eigenarten, wie er das besser kann. Aber auch da finde ich Stampin' Up! Einfach von der Qualität her und so, von der Feinheit her, hat auch schon wirklich sehr, sehr gut. Das sind ja hier teilweise auch recht kleine Linien, die ich hier male, die ich hier anmale. Das darf man ja auch nicht vergessen. Vielleicht werden ja auch die Buntstifte von Stampin' Up! Angebracht. Da könnte man natürlich auch ein bisschen mit färben, bei sowas Feinem. Die Stampin' Rights gehen ja nicht. Die sind ja wasserlöslich und genau wie Stempelfarben. Und die sind ja auf Wasserbasis. Und damit verwischt ihr euch dann den Stempelabdruck. Da gehen nur diese Alkoholstempelkissen. Und das hier sind ja die Alkoholmarker und die gehen eben bei den wasserbasierenden Stempelkissen. So, hier die Seitenfenster. Da gehe ich einmal nur komplett rüber. Da ist das nicht möglich, das in der Mitte auszusparen. Das ist nur so ein bisschen angedeutet quasi, dass da noch die Fenster sind. Dann gehe ich einmal nochmal vorsichtig die Dachkante längs, dass man die Nummer sieht. Ja, geht das natürlich ein bisschen besser, weil es ein bisschen breiter ist. So, hier oben von dem kleinen Türmchen im Dach quasi, von diesem kleinen Überdach vom Heuboden, muss ich auch immer noch mal die Linie ein bisschen nachziehen. So. Jetzt ist das Ganze einfach, die Konturen kommen einfach ein bisschen besser zum Vorschein jetzt. Ja, aber es ist nicht zu viel Farbe. Und das Ganze kommt, muss ich jetzt einmal ungefähr ausrichten. Ja, das kommt jetzt hier so hinter das Fenster. Da mache ich mir jetzt einmal wieder ein bisschen den guten Tombow-Kleber drauf.
können ungefähr schon mal einmal peilen, nochmal, wo das dann ungefähr hin muss. Und gleich kann ich dann noch ein bisschen ausrichten. So. Immer vorsichtig schon mal so ein bisschen andrücken. Dann das Ganze hier nochmal einmal ungefähr ausrichten. Ob das noch passt, so wie ich das wollte. Ja, kann das jetzt doch vorsichtig ein ganz bisschen verschieben. Genau. Ne? So gefällt mir das. Ah, da meinen die Hunde irgendwas gehört zu haben. Bin wieder da. So, da haben die Hunde wieder einen anderen Hund am Treppenhaus gehört und waren kurzzeitig der Meinung, nee, jetzt wollen wir doch mal Bescheid geben, dass der bloß nicht hier reinkommt. Das ist unser Zuhause. So. Genau, das habe ich jetzt ausgerichtet. Jetzt klebe ich einmal die Umrandung ran. Ja, dann mache ich mir auf einer Stelle, wo nicht so dünner Rand ist, einmal einen Tropfen hin. Ein bisschen, dass ich hier an den dünnen Stellen das so ein bisschen auch mit Kleber machen kann, aber eben nicht zu doll. Mal gucken, dass man nicht zu viel von dem Pombo-Kleber macht. Da braucht man auch nicht so viel von dem Tombow-Kleber, weil er einfach wirklich klasse klebt. Das mit dem Rand überall ungefähr passt, mit dem Abstand links und rechts und oben, dass das ungefähr gleichmäßig ist und dass es gerade ist. Und dann einmal andrücken. So. Dann kann ich den Schlitten auch einmal aufkleben schon mal. Den färbe ich nicht, den lasse ich so, wie er ist in den Farbtönen. Dass es so ein bisschen dezenter einfach ist. So. Die sind jetzt hier gerade auf dem Weg nach Hause, die kommen hier da so hin. Wie gesagt, die findet man eigentlich eher so ein bisschen beim Meer hingucken, aber das ist gut Ton und Ton mit dem Rest, finde ich. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn die nicht so extrem gleich im Vordergrund sind. Aber es ist trotzdem gut zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt das aus dem Video auch gut erkennen. Ich denke mal schon. So, was ich jetzt noch mache ist, ich habe hier den Schalkmarker von Stampin' Up. Und zwar, weil hier auf der Karte schneit das ja auch. Ja, der funktioniert. Ich mache jetzt hier. Mit dem Schalkmarker. Quasi auch so ein kleines, leichtes oder auch dolleres, je nachdem, wie man will. So ein kleines Schneegestöber in den Himmel. Ja, weil die ausgestanzten Schneeflocken, die werden sonst eventuell ein bisschen groß in diesem Falle. Und deswegen mache ich das mit dem Schalki-Marker. Oder Kalki-Marker. Aber das ist auch eine schöne Sache. Gibt auch nochmal einen schönen Effekt, finde ich. Ja. Und hat dann wirklich sowas von einem, wie in einem Winterabend, einfach so einen leichten Schneehimmel. Ja, ich glaube, ihr könnt das sehen. Ja, wenn ich das ein bisschen drehe, sieht man das. Ne? Und jetzt gucke ich noch nach einem schönen Spruch. Und ich finde, da muss natürlich noch ein Stempelspruch hin. So. Das Braun kann wieder weg. Ich habe übrigens SU200 genommen. Die Farbe SU200. Das sind die Dunkeltöne.
Die ist ja in hell-dunkel, dunkel-dunkel, mittel-dunkel und was es nicht gibt. Das ist SU100 bis SU1000. Die habe ich jetzt hierfür genommen und da habe ich die 200. Die 200 genommen. Genau, so. Ich wollte noch gucken, wegen dem Stempelspruch, den ich nehmen wollte. Ich nehme jetzt mal einen englischen. Ich glaube, da passt Merry Christmas to you and yours eigentlich noch ganz gut. Oder ich bin gerade am gucken nach einem, den man auch trotzdem gut versteht. Merry Christmas to you and yours. Oder nehme ich It's the most wonderful time of the year, diesen länglichen. Nee, ich nehme den Merry Christmas. Was da jetzt ein bisschen schade ist, dass da jetzt kein passender, also leider gibt es da keine Schlanzen zu. Das wäre jetzt natürlich nochmal schön, wenn es da jetzt nochmal passende, oder gibt es da passende Schlanzen zu? Warte mal. Doch, ha, sorry, natürlich. Das ist die Stanze für diesen Spruch. Ja, meine ich doch. Das ist ja super. Dann kann ich den auch stanzen. Ich mache den auch in weiß, damit ich farblich in der ganzen Kombination bleibe. Den mache ich allerdings dann mit ein bisschen Abstand drauf. So, dann wieder mein Stempelblöckchen. Das ist ja der große hier. So, mache ich hier unten nochmal hin. Ja, ich glaube, da muss ein bisschen mehr Farbe noch ran. Sehr gut lesbar ist. Ja, so sieht es besser aus. Ja, der ist gut erkennbar jetzt. Der soll ja auch ein bisschen dann herausstechen. Ja, der ist gut erkennbar jetzt. Gut, dann kannst du das Presso jetzt aber auch wirklich zu. Meine kleine meine Schrottbox noch mal einmal rausholen. Ja, das ist richtig rum. Das am besten wirklich immer gleich machen. Und ne, also ich finde, die Schrubbox ist wirklich eine tolle Sache. Also ich finde, ja, sowieso, dieses ganze Zubehör, das funktioniert auch alles super. Das ist das Zusammenspiel nach wie vor auch von diesen Zusatzsachen, die es bei Stabin abgibt. Finde ich nach wie vor klasse. Also für Kartengestaltung ist Stabin Up wirklich, finde ich, absoluter Hit. Man kann ja auch noch andere Sachen mitmachen, aber gerade im Bereich Kartengestaltung finde ich Stampin' Up einfach am tollsten, hat mich überzeugt. Vorher habe ich ja nie so wirklich Karten gemacht. Seitdem ich Stampin' Up mache, mache ich ganz viele Karten. Wie ihr in den Videos seht. So, einmal fixieren. Keiner verlässt den Raum, wo habe ich schon wieder mein Washi-Tape dann hin. Leute, wenn ihr hier gerade mein Washi-Tape auf dem Tisch steht, dann gebt mir bitte kurz Bescheid, wo es denn liegt. Ja, es wäre so schön manchmal, wenn ich funktioniert. Ach, ich hab schon aufgeräumt, zwischendurch. Ich habe schon weggeräumt. So, und Sebastian vertieft, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. So, einmal den Anfang finden. Das ist ja mal bei Kleberollen das Blödste. So, dann brauche ich noch mal ein letztes Mal meine Stanzmaschine für den heutigen Abend bzw. das heutige Video. Einmal schön den Stempelspruch sauber ausgestanzt und wie gesagt, den ganzen werde ich mit ein bisschen
bisschen Abstand draufkleben. Also mit Dimensionals wieder. Da brauche ich hier allerdings die kleinen, nicht die großen. Da sind die kleineren. Ruhig mal drei. Also die großen kann man sich im Zweifelsfall ja auch ein bisschen zurechtschneiden, das geht ja auch. Die kleinen kann man natürlich auch noch mal halbieren. Ja, ich lasse das jetzt auch mal so. Ich möchte dann hier so ein bisschen, ich mache den hier so ein bisschen schräg, glaube ich, hin. Ja. Ja, doch, so gefällt mir das. Ich mag das, wenn das so ein bisschen nicht alles so hundertprozentig gerade ist. Und so hat man doch mal eine etwas andere Weihnachtskarte gestaltet. Relativ einfach, fast nur mit einem Set. Und ich finde, das ist durch dieses Sichtfenster quasi einfach noch ein bisschen was anderes. Auch einfach mal von den Farben her. Mal keine klassischen Weihnachtsfarben für jemanden, der das vielleicht nicht so mag. Aber ich finde, es hat doch trotzdem so ein bisschen, zumindest so einen winterlichen Hauch. Und ich mag dieses Winterliche. Schneelandschaften, dieses Winterliche, dieses Frühdunkel mit ein bisschen Schnee. Und was man ja auch mit Weihnachten ganz viel verbindet, finde ich einfach total schön. Und die Vorstellung, in so einem Schlitten dann schön durch die Kälte zu fahren oder nachher gemütlich in einer warmen Hütte zu sitzen und einen Kakao zu trinken oder was auch immer. Und sich einen gemütlichen Abend zu machen mit seinen Lieben, ist doch auch einfach, finde ich, eine tolle, tolle Vorstellung. Und ich finde, so ein bisschen, finde ich, kann diese Karte das so ein bisschen ausdrücken. Also man kann auch ganz tolle Stimmungskarten, sage ich jetzt fast einfach mal, mit Snap'n Up machen, diese ein bisschen stimmungsvolle Karten. So ist es richtig. Ja, also ich persönlich, mir gefällt es. Man kann natürlich auch vieles noch wieder abändern, einen Spruch drauf machen. Aber ich finde, es ist doch so auch eine schöne Karte, eine relativ schlichte und trotzdem effektvolle Karte. Das finde ich ja auch immer toll, dass man schlichte und effektvolle Karten mit Snap'n Up machen kann. So. Mir gefällt's. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, wie ihr das so findet, ob das auch für euch was sein könnte. Ne, über Kommentare freue ich mich immer. Und super, super toll, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Das wäre super lieb, wenn ihr das Video seht, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben geben könntet. Da helft ihr dem Kanal auch einfach weiter. Ja, wie gesagt, über einen Kommentar freue ich mich immer. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer super. Damit wird der Kanal auch sichtbarer für andere. Und wenn ihr unseren Kanal, Andrea macht ja auch mit, einfach auch weiterempfiehlt, das wäre für uns natürlich das schönste Geschenk von euch, an uns. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal Erinnerung. Donnerstag 20 Uhr geben wir die Sammelbestellung auf. Ab 99 Euro kriegt ihr 20 Platte Grundweiß mit rein und ab 150 Euro versandkostenfrei von uns. Alle Infos findet ihr in dem Video dazu. Zu der Rabattaktion habe ich ein Video gemacht, da erkläre ich euch das alles nochmal genau. Schaut da gerne rein. Und aufgrund der Rabattaktion lohnt es sich auch einfach mal zu schauen, ob man vielleicht doch mal was von Stampin' Up mitnimmt. Entweder noch mal was mitnimmt, wenn man schon was hat, oder wenn man überlegt, überhaupt mal mit Stampin' Up was auszuprobieren. Lohnt sich das jetzt auf jeden Fall, weil die Stempel und Stanzen und Stanzformen und Prägeformen ja reduziert sind. Ne? Schaut einfach in das Video, schaut euch um, und wenn ihr was bestellt, freue ich mich natürlich super, wenn ihr über mich bestellt. In der Videobeschreibung ist auch meine Demo-ID. Ich bin ja unabhängiger Demonstrator bei Stampin' Up. Und wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr direkt zur Bestellseite von Stampin' Up und könnt da selber eure Bestellung aufgeben und dann per PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Oder ihr schreibt mich einfach an und wir tauschen uns aus und ich gebe für euch die Bestellung auf. Gut, ihr Lieben, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.